Wann hört Spieltag 12 auf und wann beginnt der 13.? Keiner kann das so genau sagen, wir nehmen einfach die Top 10 Highlights aus der letzten Woche. Auf der 10 zum Warmwerden, Achanta und Allegro, und warum hier so viel Platz um den Tisch ist, könnt ihr jetzt mal sehen. Allegro macht richtig Meter, der kann sich wenigstens die Ausdauereinheit am nächsten Tag sparen. Oh, da von allen beiden! Klasse gemacht von Achanta und von Allegro, auch dieser Abwehrball da mit der Rückhand. Macht den Ovi, inzwischen Klassiker in den Top 10 Highlights. Ui. Da brauchst du so eine Gummiwand. Ja, hat er geneigt. Mengel hatte mal wieder eine wahnsinnig schwierige Aufgabe in Form von Bova Sidorenko gegen sich. Und das ist mal eine starke Art und Weise, einen Matchball zu verwandeln. Ich schwert nach ich. Zieht er diesen Satz? Und für Bergneustadt ist es doch eigentlich immer Romar Ruiz, der mit den kreativen und außergewöhnlichen Ballwechseln um die Ecke kommt. Jetzt Omar Assar, was macht er denn da? Das stellt Darko vor große Probleme, wenn er oft festspielt, aber dann auch manchmal mit viel Rotation. Ja. Dann hat Darko den Leiten vermeint. Und da ist er, Ruiz, der den Rückschlag perfekt antizipiert. Ja, und überhaupt nicht verdeckt, sagt Vicky. Und Und merkt euch den mal, denn das ist Nummer 6 und jetzt gleich kommt Platz 5. Korrekt. Auch gut. Ja. Zwei Sätze später und Nüting vergisst nicht, was da gerade mit ihm passiert ist. Hier gibt's die Revanche. Sehr gut. Wahnsinn. Ja, da. Benne Duda, sollte man vielleicht mal einen Fallschirm anziehen, so hoch wie der gerade fliegt. Aber gegen den Jorgic in der Form hat's dann nicht ganz gereicht. Ja, jetzt muss selbst Benedikt Duda lachen. Und es wäre doch keine Top 10 ohne Kirill Gerasimenko. Ei, das ist doch mal einer für die Top 10 oder irgendwie sowas. Aber sehr gerne, Dennis. Wie kann man denn da so reinlaufen? Das springt der rein. Bei dem Ballwechsel weiß man genau, was die Ansage vom Bremen-Coach war. Lass den alten Mann laufen. Oh. Vielleicht nochmal der Weg zurück. Ja. So was pusht dich. Und auf der 1 zeigt Thomas Polanski, warum er fürs Doppel eingewechselt wurde. Oh. Sensationell, fabelhaft. Thomas Polanski, der Mann für die besonderen Momente. Wirklich ein besonderer Moment. Und jetzt nicht vergessen, bei Instagram spontan_tt abonnieren, damit ihr keine unserer Sendungen mehr verpasst.